Die Hochschule ist für uns ein Ort der Bildung und des respektvollen Umgangs miteinander. Stell dir also vor, du stehst in einer Warteschlange und eine fremde Hand berührt dich. Oder stell dir vor, jemand nutzt eine Machtposition aus, um dich zu einem privaten Treffen zu zwingen und dir dort körperlich näher zu kommen. Stell dir vor, jemand starrt dich während dem Hochschulsport dauerhaft an oder gibt dir eine unangemessene Hilfestellung. Sexuelle Belästigung und Gewalt kann viele unterschiedliche Formen annehmen. Von unerwünschten Berührungen und anzüglichen Sprüchen bis hin zu aufdringlichen sexuellen Angeboten oder dem Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses. Die Grenzen und Empfindungen hierfür können individuell und verschieden sein. Niemand hat das Recht, deine persönlichen Grenzen zu überschreiten. Laut einer Studie erlebt jede zweite Studentin im Verlauf ihres Studiums eine Form von sexueller Belästigung. Meist geht diese von Männern aus, doch auch Männer sind von sexueller Belästigung betroffen. Hast du schon einmal eine ähnliche Situation erlebt? Kennst du jemanden oder möchtest mehr über das Thema wissen? Dann klicke auf diesen Link und erfahre mehr über mögliche Beratungsstellen und interne Ansprechpersonen.